Meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen wieder einmal Elite Dangerous. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in Moissog Refinery, einem kleinen Außenposten, der anscheinend Mineralien verarbeitet. Wie der Name vielleicht andeutet. Außenbeleuchtung, die könnten wir anmachen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Liebe Freunde, das lassen wir mal so. Außenbeleuchtung, schön. Wir wollen noch mal irgendwo anders hin, hier. Ich glaube, das hier war's. Elray Sektor VITA30. Wir schauen noch einmal kurz auf die auf die galaktische Karte. Und da baut sich schon das ganze Teil auf. Ja. Gut. Genau, wir wollen hier einmal hin. Hier gibt es keine Bevölkerung. Aber hier können wir anscheinend sehr viel erforschen. Oder, naja, vielleicht auch nicht ganz so viel. Auf jeden Fall bringt es uns weiter nach Seoul. Welches da hinten ist. Da vorne, da ist es. Und da wollen wir noch hin. Da wollen wir es ja noch irgendwie hinschaffen. Also alles, was irgendwie in Richtung Seoul geht, ist uns recht. Oder wir gehen hier entlang. Und dann WIT. Da könnten wir natürlich... Liebe Freunde, da... Da kommen wir noch sehr weit. Liebe Freunde, da fliegen wir hin. Das sorgt dann... Diese Route, okay. Werden wir dann mal fliegen. Dann machen wir das mal so. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. In Ordnung. Wir sind auch schon aus der Massesperre raus. Sehr schön. Na, dann fliegen wir da mal hin. Und seht ihr, 4,81 Lichtjahre und es braucht recht wenig Treibstoff. Aber packt mal nur 2 Lichtjahre oben drauf. Na. Dann haben wir gleich einen dreifach so hohen Verbrauch. Das ist unglaublich, liebe Freunde. Der Verbrauch des Treibstoffs steigt exponentiell zur Distanz. Den werden wir auch erstmal erforschen. Das wollen wir uns ja nicht entgehen lassen. Das ist ja alles viel Geld, was da... Ja, quasi so vor uns herumschwebt. Vermutlich viel Geld jedenfalls. A30. Jo. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Wir wissen es nicht. Müssen wir auch eigentlich nicht herausfinden. Wir wählen den hier mal wieder aus. So, nochmal ein bisschen weit weg von dem Stern hier und dann wird unser Schiff auch nicht so heiß. 39% Hitze haben wir. Das ist eigentlich noch normal. Eigentlich ja 38%, aber das geht in Ordnung. Da vorne haben wir bergbare Wrackteile.
An die machen wir uns aber nicht ran. Frameshift Drive charging. So, den erforschen wir auch noch einmal. Haben wir hier irgendwo was in der Nähe? Manchmal kann man ja... Stark Signalquelle. Manchmal kann man ja hier irgendwie was in der Nähe noch entdecken. Einfach so, dass man sich, wenn man sich umsieht. Ziel auswählen. Moment mal. A3-1. Das heißt, er wird hier irgendwo noch einen zweiten haben. Sonst wäre da ja nicht die 1 dahinter. Tja, nur wo? Na, das wissen wir nicht. Frameshift Drive charging. Da springen wir natürlich hin. 63%. Okay. Ein saftiges Rot. Und wir kommen viel zu schnell rein hier. Das ist nicht gut. So. So sehen wir das doch lieber. Scan, scan. Anarchie, brauner Zwerg. Und der hat eine Umlaufbahn, der wird anscheinend hier auch noch irgendwo einen zweiten Stern haben. Schauen wir doch mal in die Karte, vielleicht gibt es da ja irgendwo was. Ja. Oh, der hat sogar zwei weitere. Okay. Ach, da vorne haben wir ihn. Wir müssen ja nur ein bisschen dichter ran. Das ist ja nun nicht so das Drama. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Na, komm schon, erkenn den doch mal endlich.
Okay. Gut, damit haben wir den jetzt auch. Und wir haben noch einen weiteren. Aber wir haben ja drei Stück. Mr. Murdoch hat den zuerst entdeckt. Tja. Und wir sind diejenigen, die ihn erforschen. Der ist aber weit weg. Ja, aber... Es kommt so langsam näher. Ja. Finden wir hier noch irgendwo etwas? Ich weiß es nicht. Drei Minuten noch. Naja, okay, jetzt haben wir schon fast 100-fache Lichtgeschwindigkeit. Hundertzehn. Eine Minute noch. Und jetzt drückt er uns auch so langsam wieder die Geschwindigkeit. Also wird das wahrscheinlich auf 2 Minuten oder so hinauslaufen. Naja, naja. Okay, wir kommen dem Jahr schon immer näher. 3300 noch. Und es ist immer noch ein kleiner Fleck in der Ferne. Aber so langsam sollte der doch mal, naja, ein bisschen größer werden, oder? Ich glaube, jetzt so langsam kommen wir dem visuell auch näher. Ja.
Ja, jetzt wird er so langsam ein kleines bisschen größer. Das ist schön. Das ist gut. Lichtsekunden. Und wir werden hier konstant langsamer. Oh Mann, die Belohnung hierfür muss aber gut sein. Oha, oha, das ist nicht gut. Wir müssen ausweichen. Sonst kommen wir da viel zu schnell rein. Mein Fehler. So sollte das eigentlich in Ordnung sein. Na? Oh, eine Eruption. Oh, das sieht ja mal aus. Oh, da haben wir schwache Signalquelle. Um die kümmern wir uns nicht. So, haben wir hier irgendwo galaktische Karte. Hier ist ja niemand, der irgendwie da könnten wir hin. Da wären aber auch keine. Ist alles nicht bevölkert. Da haben wir aber Bevölkerung. 3,88 Lichtjahre entfernt. Föderation. Konzernpolitik. Also da werden wir wahrscheinlich relativ sicher sein. Fliegen wir da mal hin. Und liebe Freunde, rein theoretisch könnten wir jetzt, einfach im Supercruise hier bleiben. Und seht ihr das? 100 Tage bei 15-facher Lichtgeschwindigkeit. Wir könnten theoretisch hier einfach so stehen bleiben. Einfach so jetzt bleiben und beschleunigen, was das Zeug hält. Und dann würden wir irgendwann an diesem Stern ankommen. So wie wir auch jeden anderen Stern bisher angeflogen haben. Im Super Cruise. Es würde halt nur extrem lange dauern, ne? Wie gesagt, 50 Tage jetzt zum Beispiel. Aber es ginge. Das ist kein Wallpaper hier, das ist kein vordefinierter Hintergrund, das sind alles quasi, es sind natürlich nicht alles voll ausgearbeitete Sterne, die wir jetzt hier so sehen, aber es sind halt eben LODs. Ne? Wir könnten jeden einzelnen davon anfliegen und ja, ne? Aber gut, das dauert doch ein bisschen zu lange. Frameshift Drive charging. Wir laden jetzt einfach unseren Frameshift. 20 Tage bräuchten wir. Oder nur ein paar Sekunden.
Ja, dieser Hyperraumsprung ist schon eine feine Sache. Da unten war doch irgendwas. Merkwürdig. Wir kommen mal wieder viel zu schnell rein. Nicht, dass es hier alles anfängt zu dampfen und zu kochen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur diesen Stern einmal kurz erkunden. Einmal die Erkundungsdaten abgreifen. Das ist ein F-Stern. Weiß. Okay. Oh, seht ihr das da vorne? Das da. Das ist bestimmt ganz in unserer Nähe. Nicht erforscht. Nicht erforscht? Was habe ich gesagt, liebe Freunde? Das sah schon so danach aus, ne? Da fliegen wir natürlich noch einmal hin. Und wahrscheinlich haben wir auch noch irgendwo einzelne Sachen. Na gut, 2,5 Minuten, das halten wir noch aus. Was haben wir denn da? Unidentifizierte starke Signalquelle. Und da sind auch andere Spieler. Ja, okay. Unidentifizierte Signalquelle interessiert uns eigentlich nicht. Aber da vorne wird dann anscheinend auch irgendwie ein Sternhaufen sein, oder? Anscheinend nicht. Shaw Holdings ist ganz woanders. Das ist nicht wirklich toll. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, toll. Wieder ein Abfangmanöver. Na, komm schon. Ah, jetzt zieht er uns hier aber raus. Ausgewichen. Okay. Oha, das sind aber... Was ist... Ach, das sind Ringe. Ich dachte, das wäre jetzt schon der Planet hier. Nee, das sind... Und wir haben hier so viele Monde. Kinder, hier können wir erforschen, was das Zeug hält. Und wir kommen wieder viel zu schnell rein. Wow, das war... Ja, so kann man es natürlich auch machen. Okay, das war so natürlich jetzt nicht geplant. Wie viel Schaden haben wir genommen? Ah, das ist...
Charging. Fluchtvektor. 4, 3, 2, 1, engage. So. Den werden wir nämlich noch einmal kurz erforschen. Nein! Nicht rausgehen aus dem... Ach nee. Das war jetzt blöd. Falsche Knopf gedrückt. Frameshift Drive charging. So, jetzt aber. Richtigen Knopf erstmal. Das Problem ist, wir kommen jetzt immer näher. Komm schon. Mach es schneller. Nee. Ach. Wir können ihn doch noch erforschen. Ah, oh, dann hätten wir den ganzen Quatsch jetzt gar nicht machen müssen. So, wo haben wir jetzt unser... Okay, 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 okay. 4, 3, 2, 1, engage. Wir dödeln uns hier aber auch zurecht. Das gibt's doch nicht. Da vorne haben wir es. Oder nee? Capricorni? Okay. Erstmal wieder hier richtig, Wo stehen wir denn jetzt? Ich habe vollkommen die Orientierung jetzt verloren hier. Wir müssen mal wieder ein bisschen raus. So, mal gucken. Ach ja, ja, da ist doch hier unser... Da wollten wir doch ursprünglich hin. Den wollten wir erforschen. Hier. Nicht erforscht. Genau. Meine Güte. Das war jetzt aber auch ein Rumgedödel. Wie sonst was. Die anderen Monde machen wir aber nicht. Das ist ein... Meine Güte, das sieht aber... Meine Güte. Wie jetzt? Ist das eine Sonne? Ist das ein Stern, um den... Y-Stern, brauner Zwerg. Tatsache. Und um den liegen hier tatsächlich...
Ringe. Das gibt's doch nicht. Okay, unidentifizierte Signalquelle. Rohstoffabbau und Shaw Holdings. Da fliegen wir jetzt hin. Oh nee, das ist der letztendliche Planet. Oder war das jetzt der, den wir erforscht haben? Hä, wie jetzt? Wir haben da nicht den Mond, sondern den Planeten erforscht? Ja, anscheinend, hä? Okay, dann, dann ist das so. Dann haben wir den Planeten erforscht da. Und, kein Mond. Ist ja auch was Schönes. Ein Planet bringt wenigstens mehr Geld ein als ein Mond. Hat doch auch was Gutes. So, und während wir da hinfliegen, Systemkarte. Gibt es hier vielleicht noch sonst irgendwo Sachen, die wir noch entdecken könnten? Ich habe da oben ja schon gesehen, Psi Capricorni. Ja, anscheinend gibt es hier doch noch Sachen. Ne? Die hat wohl mal irgendwo jemand gesehen. Anders könnte ich mir diesen Aufbau hier nicht erklären. Da ist also noch irgendwo was. Okay. Eine starke Signalquelle. Interessiert uns erstmal nicht. Tja, das heißt jetzt erstmal warten. Okay, 28 Sekunden. Na gut, wir müssen aber noch runterbremsen. Es wird also noch eine Zeit dauern. Oh Kinder, da ist auch schon wieder so viel. Oha, jetzt sind wir aber... Nee, die werden wir nicht erforschen. Diese Arbeit tun wir uns nicht an. Obwohl, vielleicht den einen Planeten da in der Mitte. Tja, wer weiß. Obwohl, muss eigentlich auch nicht sein. Credits kriegen wir so oder so noch. Und wir fliegen da jetzt erstmal zum Sternhafen. Obwohl, bevor wir da am Sternhafen landen, erkunden wir nochmal den Planeten. Und der hat mal wirklich sehr schöne Ringe.
Der hat mal wirklich wunderschöne Ringe. Ja, Halleluja. Dann mit hochwertigen irgendwas. Okay. So, wo war der? Der war ganz weit weg. Lichtsekunden. Ja, wir bremsen doch schon. Okay. Das hätten wir damit geschafft. Eine schicke Raumstation ist das. Okay. Shaw Holdings, Landeerlaubnis. Landeplatz 44, das wird irgendwo weiter hinten sein. Ja, weiter hinten ist immer gut, da haben wir einen bequemen Landeanflug. Schön. Landing gear deployed. Please proceed directly to your allotted bay to avoid unnecessary delays and or ship destruction. Also. Schön. Gut, dann einmal alles reparieren. Einmal auftanken. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas zu Geld machen können. 7000 Credits. Ah, das ist doch schon mal was. Haben wir irgendwas am schwarzen Brett? Infiltrationsexperte für Überfall auf Föderation gesucht. Sie kennen sich mit heißer Ware aus, haben aber keine Verkaufslizenz. Kein Problem. Was ist denn das hier für ein... gestohlen? Das wird natürlich dann, ja, mittlere Wirkung auf den Ruf haben. Klar, bei denen hier werden wir uns dann gut stellen, bei allen anderen aber wahrscheinlich als Verbrecher brandmarken. Diskretes kleines Unternehmen mit Sitz im Zentrum des Systems Shaw Holdings sucht geschäftstüchtige Händler, die keine Scheu haben, das Gesetz zu beugen, um für eine ausgewählte Klientin gewisse Substanzen zu beschaffen. Potenzielle Geschäftspartner müssen über ein eigenes Schiff verfügen und überdurchschnittlich gut vertraut mit den Handelsrouten der benachbarten Systeme sein. Weitere Details zu unseren spezifischen Anforderungen finden Sie im Informationssystem Ihres Schiffs.
ablehnen. Was haben die denn hier so? Chemikalien, Mineralöl. Importiert, klar. Korovi oder was? Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Aber Wasserstoff, Treibstoff nach Korovi? Wäre der hier schon drauf? Nee, natürlich nicht. Da müssten wir mal gucken auf die galaktische Karte. Das wird ja wohl irgendwo in der Nähe sein. Da hinten ganz. 16,7 Lichtjahre weit entfernt. Wie weit ist eigentlich Sol jetzt noch entfernt? 47. Na also, schon mal weniger als 50 Lichtjahre Entfernung, die wir noch zurückzulegen haben. Wenn wir jetzt hier hinfliegen wollten, wie wäre die Route? Die wäre doch dann so, oder? Müssen wir mal gucken. Na? Oh, die wäre sogar so. Zwei Sprünge. Aha. Gut, da gibt's aber nichts. Gäbe es hier was? Natürlich auch nicht. Egal. Ist nicht wichtig. Was haben wir denn an Ausrüstung? Wir haben ja wieder einen Haufen Credits. Mal gucken. Vielleicht Treibstofftank. Aufklärungsscanner. Mal gucken. Frachtgestell, Steuerung drin. Frameshift-Antrieb, Unterbrecher. Genau, damit können Ziele aus dem Supercruise-Modus geholt werden. Fortgeschrittener Aufklärungs... Detailoberflächenscanner, mittlerer Aufklärungsscanner. Brauch auch schon. Der wäre natürlich das Ultimum für alle Erkunder. Damit können wir das ein komplettes Sternsystem aufdecken. Ja, der ist aber viel zu teuer. Energieverteiler. Da haben sie hier nichts. Lebenserhaltung. Oh. Lebenserhaltung, ja. Umgebungssteuerung. Okay. Frameshift-Antrieb, FSA-Gehäuse. Da könnten wir natürlich entweder schlechtere einbauen, was absolut keinen Sinn macht, oder wir könnten den hier kaufen. Der würde aber auch unseren Energieverbrauch erhöhen. Zwar 0,06 Megawatt, aber es ist schon etwas. Und naja, Kraftwerk vielleicht. Ein besseres. Ja, das wiegt natürlich ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht, liebe Freunde, aber irgendwie bräuchten wir nochmal was. Planetenlandeanflugssuit. Schildgenerator. Können wir vielleicht einen schnelleren Schildgenerator kaufen? Ja, ist der jetzt besser als unser? Wo haben wir denn unseren? Leute, könnt ihr nicht hier irgendwo so ein Teil hinpacken, wo man sieht, welches Teil man da gerade eingebaut hatte? Wir hatten Rating E, Klasse 3. E3 mit einer Masse von 5 Tonnen.
Rang E. Klasse 2 und wiegt nur die Hälfte. Ist aber eben Klasse 2. Klasse 1 ist dann natürlich... Modultyp. Drohnensteuerung, Frachtgeschützsteuer, Schildgenerator. Da hätten wir natürlich nur den hier. Klasse, ist schlechter. Tja, was ist B-Wellen-Schildgenerator? Ein Alternativer, der schneller wieder auflädt, dafür insgesamt weniger Schutz. Nee, so ein... nehmen wir nicht. Treibstofftank, ja, da können wir nichts dran ändern. Weil, Sensoren. Energieverteiler, gibt es vielleicht einen, der effektiver ist? Natürlich nicht. Frameshift-Antrieb. Ja. Die sind natürlich auch wieder so teuer. Wir haben einen E mit Klasse. Ja. Also Klasse 3 ist hier jetzt irgendwie das Beste, was man haben kann. Rang A, Klasse 3 ist natürlich das absolut Oberbeste. Seht euch das an, beladen. Selbst beladen schafft der Frameshift an dem Teil noch 17,87 Lichtjahre. Das ist eine Menge. Aber der zieht dann wahrscheinlich auch... Oh, wir könnten Folien. Erkunder. Ja. Warum nicht? Ach so, nee, das ist zum Einkaufen hier somit. Bitte warten, Server wird kontaktiert. Ja, toll. Jetzt, müssen wir warten. Das hilft jetzt nichts. Ach, Kinders. Wie lange dauert denn das jetzt? Ich will hier doch nicht eine Stunde jetzt sitzen und darauf warten, dass der Server sich endlich meldet. Und ich kann natürlich nichts machen. Wir können nichts machen, liebe Freunde. Ah, wenn das länger dauert, schneide ich das raus. Nee, liebe Freunde, das bringt hier nichts. Der Server antwortet anscheinend nicht. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier eine kurze Pause. Wir sind ja jetzt auch hier drinne. Na, hier kann uns nichts passieren. Wir machen hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn wir erneut Elite Dangerous zocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich, ja, sage Tschüss und bis dann. Und nee, der Server antwortet nicht. Merkwürdig.